Hey zusammen, hier ist wieder Selina und herzlich willkommen zurück beim Hashtag Azubi Takeover. Heute seht ihr einen kleinen Einblick von unserer Azubi-Fahrt am 28.10., denn dort sind wir nach Köln gefahren ins Phantasialand und Gott sei Dank hatten wir schönes Wetter. Es hat auch nicht lange gedauert, da waren wir schon in der ersten Achterbahn und zwar im Taron und diese war meiner Meinung nach mit die beste im Phantasialand, in der ich drin war. Manche von uns sind sogar ein- bis zweimal in die Wasserbahn gegangen, obwohl es recht frisch war. Die meisten von uns wollten auch in den Freefall Tower. Leider hatte diese aber geschlossen zu dem Zeitpunkt, als wir da waren. Aber es gab ja auch noch andere Attraktionen, in die wir reingehen konnten und manche von uns sind sogar zwei- bis dreimal hintereinander in dieselbe Achterbahn reingegangen. Alles in allem war es ein sehr schöner und gelungener Tag, denn zum Schluss sind wir auch noch essen gegangen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da und abonniert uns. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!